Herzlich willkommen zurück, ihr schon coolen Freundinnen und Freunde unserer Community der World of Warcraft. Irgendwie habe ich jetzt die Worte verdreht, aber nach einem langen Arbeitstag verzeiht ihr mir hoffentlich bitte das Kauderwelsch. Folge 134. Es gibt etwas zu auktionieren, wir müssen Auktionsarbeit betreiben. Ein bisschen farmen möchte ich mit euch, mal gucken, was wir jetzt schaffen in dieser Stunde. Und wir sind ja schon relativ weit, also während ich die Folge aufnehme, wird nachher noch Folge 123 freigegeben. Die Kanalsupporter haben vorab Zugriff, vielen Dank für eure Unterstützung. Die können schon vorher ad-free sehen, was ich alles so treibe. Es wird aber alles veröffentlicht, ne? Nochmal der obligatorische, wichtige Hinweis. So, diese Playliste wird selbstverständlich wieder verlinkt, wie ich das immer mache. Und das Ganze protokollieren wir hier. Wir sind zumindest stabil über 3000 Gold die Stunde. Wir haben für den Moment 3500 Gold geknackt. Mal gucken, wie lange. Es hängt jetzt auch ein bisschen von den Sales ab. Ich muss noch ein bisschen was farmen. Von daher bin ich jetzt erstmal ein bisschen defensiv. Wir gucken uns das mal an. Aber der nächste große Meilenstein, ganz klar, 700.000 Gold. Und ich bin noch sehr fokussiert auf die Lederverarbeitung. Das wollte ich sagen. Im Hintergrund hört ihr die Vöglein zwitschern, das ist schon, was hat er denn hier? Das kann ich ja mal schießen. Ja, wurde sich doppelt eingeloggt, ja schon klar. Habe ich zweimal das Fenster hier gestartet und dann schmeißt er immer die andere Lizenz natürlich raus, die sich da doppelt einloggen will. So. Ich warte nochmal eine Sekunde, das System hat wieder seine 5 Sekunden. Wenn es dabei bleibt, ist es in Ordnung. Und natürlich gucke ich mit euch, ob... oh, guck mal, der muss gerade... Also hier fehlt ein Basilisk. Das ist oft ein Indiz dafür, dass eben gerade jemand vor Ort war und versucht hat, hier Action Jackson zu spielen. Na gut. Dann schlürfe ich einen Schluck Kaffee. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so gerade farmt, während ihr diese Folge jetzt hört. Was ich ganz lustig fand. Ein, zwei von... Euch haben mir geschrieben, dass sie die bisherigen Videos, weil sie so hinterherhängen, also nicht die Videos, sondern die Zuschauenden, haben das auf Tempo 2 gestellt. Aber kann man ja machen. Ja, dann geht das alles ein bisschen flotter, das ist ja gar nicht verkehrt. Sag ja, ich gucke normalerweise, also YouTube auf 1,25, teilweise auf 1,5, hängt ein bisschen auch von den... Erzählern, aber guck mal hier, warte, guck, da war gerade jemand hier, guck mal hier. Interessant. Also ganz knapp verpasst, so. Machen wir denn, was machen wir denn? Auktionieren wir erst? Oh, dann bin ich wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen gebunden, ne? Dann machen wir das zum Schluss und ich guck mal, was wir durch die Dailies rausbekommen. Machen wir erstmal vielleicht ein, zwei Runs oder so. Sonst bin ich wieder gebunden diesem ganzen Nachstellen, denn das ist jetzt hier mein später Feierabend, da wird schon viel an Auktionen wahrscheinlich zurückgekommen sein. Wir können eine Daily Hero mal angehen. Wir gucken mal, Schwierigkeitsgrad, heroisch haben wir. Was nehmen wir denn mal hier? Ich hätte gerne die Sichtweite ein bisschen erhöht. Gehen wir das Ganze jetzt einmal rückwärts an oder nehmen wir anderen? Eigentlich habe ich euch versprochen, wir gehen in die Wälder von Terrokar, ne? Obwohl wir hier noch rein müssen, hier in diese... Das müssen wir alles nochmal machen, aber dann kriegen wir jetzt ein paar unterschiedliche Instanzenläufe hin. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Wir haben sowieso das Zeitstundenproblem. Ich muss mich ja gar nicht groß... Andreas, wo fliegst du eigentlich hin? Ich muss mich ja gar nicht groß umorganisieren, weil wir sowieso nicht die Zeit haben, in dieser einen Stunde diese ganzen Sachen zu machen, die ich gerne machen möchte. Wir fliegen jetzt zwei leere Feste. Und dann ist so ein Klassiker hier in den Wäldern von Terrokar. Seht ihr keinen? Ja. Was nimmt man gerne? Also Schattenlabyrinth. Mana Gruft ist sehr gerne genommen. Hat einen guten Lootpool, damit ihr auch ein bisschen Abwechslung habt, dass ich unterschiedliche Sachen farme. Nach wie vor ist hier immer noch das Endgame. Ich will in die Berufe einsteigen. Ich will
pro Beruf und Berufsbracket, ich sag mal jetzt Lederverarbeitung Classic, 2, 3 gute, wichtige Rezepte. Im Moment stelle ich ja alles Mögliche ein, aber das wird entsprechend gedumpt, weil die Nachfrage fehlt, weil das Standardsachen sind, an die man relativ schnell rankommt. Ich hätte gerne für die Burning Crusade, für Classic, für Wrath of the Lich King, für Pandaria, für Cutter und so weiter jeweils so 2, 3 gute Sachen in dem Bracket und das für Leder, das für Schneiderei, das auf jeden Fall für Schmiedekunst, so. Und dann sind wir schon ziemlich schnell bei 50 plus Items. Das wird ziemlich schnell gehen. Die dann eben für 1000 bis 20.000 Gold im Auktionshaus stehen. Ja, um unseren den gesamten Wertekorridor, den wir haben jetzt im Mittel, einfach mal nach oben zu ziehen, damit ich eben den 29 Gold Crab weglassen kann, den ich jetzt noch habe, einfach weil ich jetzt noch nicht 20 Minuten brauche, um die Auktion nachzustellen aus dem Briefkasten, sondern nicht der Fall. Für das Ganze brauche ich vielleicht 20 Auktionen, aber das ist jetzt nicht so, dass irgendwie 700-800 Items aus der Post zurückkommen. Dann sortiere ich aus, so. Aber dadurch, dass sich der Schrott eh nicht verkauft, ist die Frage, ob ich diese Sachen nicht sowieso mal opfer, die 29er Items, ne? Oder noch aggressiver, das können wir auch mal machen, also dass ich die in einer letzten Anlaufwelle haue ich die einfach für 19 Gold rein. Also einfach nur mal zu gucken, ob die Leute, bei 29 Gold wirst du auch noch unterboten, weil die Leute sagen, okay, Entzauberungspreis 5 Gold bis 10 Gold, Händlerpreis sind ein paar Silber im Zweifel, vielleicht 1, 2 Gold, 29 Gold nehmen sie auch mit, das ist für viele ganz klarer Profit. Vielleicht sollten wir hier drüber mal sprechen. Was habe ich denn hier? Guck mal, warum? Das ist auch das Profil, wieso habe ich die hier nicht, na gut, gucken wir dann. Genau, wieso sind die nicht hier dran? Das muss ich mir dann wohl nochmal angucken. Ne? Achso, weil ich die ja nicht genau, ich habe die nicht zum Verkaufschar geschickt, deswegen. So, dann. Würde ich mal sagen, ihr Lieben. Tanken wir uns mal hier durch. Die Soundkulisse ist irgendwie. Die mag ich auch. Also, das hat ja auch was. Ich sag, ich bin generell so ein Scherbenweltopfer, sage ich einfach so. Welche nehmen wir denn? Nehmen wir doch. Komm, wir nehmen die. Wir starten mit der Mana-Gruft. Dann haben wir gleich noch ein bisschen Diablo-Musik. Ich glaube, der Komponist, nämlich diese Musik, ist der Werte Diablo-Autor. Ihr seht, die sind noch alle gelb, die wollen wir grün bekommen. Ja, wir wollen hier das Konsortium natürlich auch rufmäßig verbessert bekommen. So, jetzt schauen wir mal, ob er uns jetzt hier zuordnet gleich. Mana-Gruft Hero. Heroisch. Okay. Das sieht doch alles gut aus und jetzt habe ich gesagt, ich nehme die Quest nehme ich auch mit. Weil sie Ruf geben. Okay. Das dazu. Genau, Konsortium. Das ist alles Konsortiumruf. So, damit hat man die erste Quest schon ziemlich schnell erledigt.
Und gibt ein bisschen was zum Verkaufen wieder. Benötigt Stasis-Kammerschlüssel. Aha. Aha, aha. Also, dass ich meiner Gruft bewusst mal gefarmt habe für Gegenstände, ist auch schon sehr, sehr, sehr lange her. Ich weiß nur, dass das zu den Burning Crusade Farm Spots gehört, Instanzen Farms, die man regelmäßig nennt. Was? Was war das jetzt? Ach so, das ist für die... Interessant. Das hatte mit mir gerade gar nichts zu tun, war nur reiner Zufall. Ja. Aber die Diablo-Spieler unter euch. Könnt ihr die Musik verbinden? Fühlt ihr das? Dass das der Diablo-Komponist war? Matt Ullmann, glaube ich, hat das damals komponiert. Glaube ich. Wird nicht Geld drauf wetten, aber ich meine schon. Schattenpartikel 8 Gold. Mhm. Okay. Gut, also... Blutmäßig bisher, ne, ich habe noch nicht geguckt, aber das sind so von den Namen bisher, war da jetzt noch nichts, bei dem ich sage, Leute, oh lalalala, das ist ja hier grandios. Es gibt immer so ein paar Erzadern, also es kann hier auch Corium spawnen. Und ihr seht, man ist ziemlich schnell durch, ne? Man ist echt so schnell durch hier. Aber das ist halt auch das Nette, dass man eben so schnell durch ist. Kommt hier wieder zurück. Autsch. So, dann... Nehmen wir die Indies drumherum auch mal mit. Konsortium ist uns schon freundlich gegenüber eingestellt. Das ging ja jetzt hier schon mal flott. Hier ist natürlich nett, dass man hier direkt verkaufen kann. Gut, das macht halt nicht die Seelengebundenen. Verkauft man hier am besten. Was ist mit dem Plunder und Schrott? Ja, weg. Was nehmen wir da mal? Nehmen wir die Sittikhallen? Die Krypta. Nehmen wir mal die Krypta.
Ah, okay, ja, das ist dann. Das mache ich jetzt nicht. Wir marschieren jetzt hier rein und nehmen die nächste Daily Hero mit. Ist ja gut. Ich bin jetzt ernsthaft hier betört. Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, muss ich gestehen. Ja. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht, das ist hier jetzt so Low-Level-Heinze. Ernsthaft? Ich meine, sie sind mir alle freundlich gesonnen. Und ich bekomme schon die Aura des Schutzes. Das gefällt mir auch gut. Aber eine Minute hier aus den Gefechten, Leute. Unglaublich. Also gleich umhauen die. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Also hier Massenpullen bringt nichts. So, Lektion gelernt. Das machen wir nicht nochmal. Und bei den grünen Items gucken wir nachher, ob da irgendwas dabei ist, was nicht Schmutz ist. Was wir eher suchen, sind dann wirklich Rare-Items. Suchen? Ja. Finden? Nein bisher. Und die Krypta hat Ruf für unteres Viertel. Nur mal so. So, war das jetzt hier schon eine Begleitquest? Nee, ach so, nee, genau. Also tötet und kommt wieder. Nährstoff brauchen wir auch nicht kaufen, damit können wir uns dann zuschmeißen. Da kann unser Schneider dann sich dran abarbeiten. Kam da nicht noch irgendwelche Mobs? Nee. Wieso bin ich jetzt noch im Kampf? Das verstehe ich gesagt auch nicht. Meine Statue wahrscheinlich irgendwas wieder getriggert. Okay, jetzt nicht mehr. Leute, und das ist sowas von Diablo-Musik. Ernsthaft, das ist Diablo-Musik. Akt 1, Diablo 1 und Diablo 2.
Schreibt mir in die Kommentare, dass ihr mir bitte zustimmt. Ich glaube, die Skelette haben keinen Loot. Hallo. Ups. Ups, da Leute. Corium. Corium in der Krypta. Aber ich habe keinen Bergbau. Ja. In diesem Moment freue ich mich auf die Runs mit dem Schurken. So ist die Frage. Ach komm, gehen wir die Quest auch noch ab jetzt hier. Dass die Statue hier noch steht. Die steht aber dann auch eine Viertelstunde, ne? Das finde ich auch nicht schlecht. Eine Viertelstunde lang so ein Agro-Viech. Guck mal, ist auch sogar noch zweimal die Chance auf Loot hier. Das dazu. Denn her? Das war ja spooky. Okay, er hat nochmal 10 Gold gebracht. Naja. Naja. Dann mal raus hier aus dem Kabuff. Was meint ihr? Wollen wir einmal den Uhrzeigersinn hier durchgehen? Ja, komm, machen wir. Kann ich da jetzt die Quest auch noch abgeben? Hier ist übrigens genau Adamantit. Na, also hier kann wirklich Corium spawnen jeweils. Das ist dann natürlich nett. Also ist es nicht grundverkehrt, solche Instanzen auch mal mit dem Bergbauchart zu gehen. Und wenn ihr so einen Druiden habt, mit dem ihr hier durchrennt, diese haben dann ja oft auch Kräuterkunde Bergbau. Das heißt, ihr könnt euch hier bedienen. So, das war bisher von den Loot-Tabellen mein Eindruck. Das war jetzt nicht Dülle, sage ich euch ganz ehrlich. Aber it is what it is. Nehmen wir jetzt einfach... Ach komm, Schattenlabyrinth nehmen wir auch mit. Schattenlabyrinth ist auch schon cool. Das nehmen wir mit. Wie gesagt, ein Instanz-Run ist gar nichts. Also ich müsste hier wirklich mal... Also wie gesagt, Folgen können wir ohne Ende füllen, ne? Aber... Das Zeug muss natürlich auch droppen. Dann mal... Oh. Aber Schattenlabyrinth. So, mal gucken, ob ich jetzt hier den gleichen Fehler begehe. Das ist hier wieder unteres Viertel. Fensterblutgürtel, okay, so Standardloot.
Was? Ach so. Durch die Spinnen hier. Oh, und hier hatten wir früher echt Vibe-Festivals, ne? Diese blöden hier, diese Viecher hier, diese teuflischen Vorarbeiter. Also heute ist es vielleicht nicht mehr vorstellbar, aber Leute, die... Ach. Wenn du da keinen halbwegs gut aufgestellten Healer hattest, dann war das hier teilweise schon vorbei. So, so genau, das ist das. So, ich glaube, genau müssen wir den hier, wenn wir den gleich umgeballert haben, dann ist hier in diesem Hintergang, da müssen wir einmal, glaube ich, um den Bogen herum und dann... Steht hier, hockt hier. Was oder nicht? Habe ich jetzt Quatsch erzählt? Doch, alles gut. Ich schon gewunden hat. Unteres Viertel ist uns jetzt auch freundlich gegenüber eingestellt. Ne? Also es bringt schon was, so ein bisschen die Instanzen da hoch zu knattern, den Ruf zu farmen. Teuflischen Waffen. 22 Gold. Ah, okay. Ich glaube, weil das auch noch für Ruf irgendwie noch relevant ist. Achso, hier genau. Aldor und Zetek. Auch für ein Achievement und sowas. Ach, Seher, nicht Zetek. Was macht das Knotenhautleder? Ah, okay. Hat sich leider wieder stabilisiert. Genau, eigentlich hätte ich das gleich so machen können. Weil Basspull bedeutet, du ziehst hier den ganzen Raum. Ist eigentlich viel einfacher. Soon. Soon. Hier auch nochmal seht ihr, ne, da könnt ihr auch ein bisschen was Feines spawnen. Wie viel habe ich denn jetzt? Einen brauche ich noch von den komischen, der Gerät. Aber kommen, glaube ich, noch mehr. Hat er da ja schon markiert. So, weiter geht's. Braucht er von der Gerät. Bösartige Ausbilderin. Ich mache jetzt keine Witze über ehemalige Kolleginnen. Nein, bösartig, wenn die... Also bösartig ist ja im Wortsinne schon hart. Nein, bösartig ist... Wollen wir nicht, können wir nicht, machen wir nicht. So, ich bin mal gespannt, ob das jetzt was nutzt, wenn ich alle nicht direkt zum Boss gehe, ob hier dann jetzt alle gepult werden. Murmur. Na, ich bin mutig, ne, wenn ich jetzt hier wieder übernommen werde. Ich glaube, die geben mir hier keinen Loot. Nur mal gucken. Auch hier kann auch, seht ihr auch, Erd spawnen. Ne?
Du glaubst mal nicht, dass ich dich hier übersehen habe, mein Besser. Ende. Ende Gelände. Schlagstock der Ohnmacht. So, und das war definitiv auch eines der größten Vibe-Festivals tatsächlich in der Geschichte der Scherbenwelt, dieser Boss. Also, macht euch keinen Begriff. Ihr macht euch keinen Begriff. Hier konnte man auch mal, es gab mal, ich nenne das wirklich so, es gab mal einen Exploit, dass man die immer wieder spawnen konnte. Für Loot wieder, aber... Aber Mumua grätschen wir jetzt mal komplett. Komplett um. Bam, 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 bam. So, wir testen jetzt mal, wie das hier aussieht mit rausporten, reinporten, ihr Lieben. Es ist einfach schon ein cooler Sound, Leute. Ernsthaft. Es ist wirklich... Karacholos. Soll ich mich um diese grauen Items kümmern hier? 100 Gold. Das kauft keiner. Das kauft doch... Also auf anderen Servern, einige von euch haben mir gesagt, dass ihr damit Erfolg habt, aber... Ich sage euch, weg mir die Viecher. So... Das darf ich auf keinen Fall verkaufen, dieser schicke lilafarbene Hut. Über den... Oh, nicht schlecht. Über den sprechen wir nochmal an anderer Stelle. Hm. Oh yeah. Ich freue mich übrigens immer noch über dieses Tundra-Mammut, möchte ich nur mal ganz kurz zu Protokoll geben. Ah, okay, hier stehen wir dann. Das ist ja nicht ganz so verkehrt, weil wir Alerias Feste da oben haben. Da fliegen wir mal hin. Machen kurz nochmal einen Ram-Op-Check. Aber ja. Ist der denn da? Wo tobt er rum? Nix. Ist nix da. Dann schicken wir mal ein bisschen wieder rüber an den Auktionsfritze. Und managen die abgelaufenen Auktionen. Hat man wenig Lust zu, also eigentlich schon, eigentlich macht mir das ja alles Spaß, aber es ist die Zahl, die das Problem ist. So, ist da irgendwas, bei dem ich sage... Ja, ist klar. Ich schicke erstmal alles rüber und dann gucke ich, was ich verkaufe. Denn wie gesagt, 5 Gold, dadurch, dass Arcana Staub ein bisschen was kostet, will ich die Sachen jetzt auch nicht unbedingt verschenken, sagen wir mal so. Mal des Ageras. Hm. Ja. Hier diese ganzen Sachen, die baller ich da einfach mal rüber. Ich will das loswerden. Seltsame Sporen hatte ich vergessen, letztes Mal schon.
So, und das bedeutet, dass wir uns einmal hier ausloggen. Und jetzt Auktion managen. Ich guck nochmal, vielleicht ist er jetzt gerade Schuppenbauch gespawnt und erhält meine Laune. Weil er was erhält, also ich. Der YouTuber. Gracias. Oh ja, also ein bisschen Action ist hier noch. Ach ja, die 29er Items haben wir gesagt. Die will ich mich gleich mal kümmern. Und während wir das machen, weil das jetzt einen Moment dauert, kann ich jetzt die Zeit nutzen, um hier mal ganz groß aufzuräumen. Was? Oh Gott, ist schon so viel abgelaufen. Ist ernsthaft so viel abgelaufen, dass ich da jetzt nicht mal groß scannen kann. Okay, dann ist sehr viel abgelaufen schon. Oh, war ja. Na gut, machen wir das gleich mal. So, hier ase ich jetzt mal richtig. Bis 29 Aggro. Neunzehn. Ja. Genau. Genau, ich pack tatsächlich ein bisschen die Wetzmesser aus. Einfach um mich hier zu positionieren. Frag mich. Daher, ich habe hier meine, ich habe schon gedacht, dass ich... Ich habe gedacht, die habe ich schon alle aggressiver gesetzt. Habe ich ja noch gar nicht hier. Teilweise schon, teilweise aber auch nicht. Ich weiß nicht, ob er das nicht abgespeichert hat oder so.
So, mal ein bisschen hier, genau, 2,49, 2,99, 3,29. Okay. Auktionshaus ist Quatsch, Postfach ist voll. Nee, geh du bloß weg hier. So, aber ein paar Handwerksmarkt, fruchtbare Spuren. Dann schenken wir mal nach, ihr Freunde. Verlorene Post ist wo? Über Maxpreis, mal gucken. 16.000, na mal sehen, ob jemand anbeißt. Genau, da schreddere ich jetzt nochmal ganz anders rein. Leute, ich ziehe jetzt hier andere Seiten auf. So, und wenn ich das da nicht loswerde, Leute, ne, dann ist es halt so. Und auch hier sind schon ein paar Sachen unter Mindestpreis hier. Das entzauber ich jetzt hier auf jeden Fall. Das entzauber ich jetzt hier auch. Also sich der Sachen entledigen, macht einfach Sinn. Feine Lederhandschuhe. Also, wie gesagt, manches verstehe ich nicht, aber warum die Sachen sich dann nicht verkaufen, wenn Leute die hier für 2 Gold reinsetzen, ob ich der Einzige bin, der dann sagt, okay, ich kaufe dieses Dumping raus. Wahrscheinlich. Also, die Leute sitzen das aus und lassen das stehen, auch für wirklich katastrophale Preise. Ich kann da nichts machen. Leute, ich kann da nichts machen. Achso, was ich aber nochmal gucken wollte, während ich den nächsten Scan gleich anschmeiße, nochmal. Schicker lilafarbener Hut war das, okay. Oder produziert er etwa nur ein Bob-Item? Das wäre natürlich schade. Ah, okay, es ist eine untere vierstellige Summe, naja. Naja. Oh, nee, 124 machen wir mal.
Anonymous Exchange, bitte einmal melden. Guten Tag, so. So Leute, sollte ich dieses Rezept, ist das vielleicht, das verkauft sich jetzt schon wie lange nicht? Wir müssen mindestens 8 mal 2 Tage rechnen, 16 Tagen. Seit 3 Wochen verkauft sich das nicht. Und Hut zu Wasser transmutieren. Das muss ich runtersetzen. Da muss ich, wie auch da wieder der Punkt, ein Trigger-Signal setzen. Und Hut zu Wasser, 1299 Gruppen. Das ist... Ich glaube, das ist einfach zu viel des Guten. Wir nehmen 9K. Habe ich ein besseres Gefühl. 101? Achso, weil die 99er Items da auch bei sind. Gut. Was sind denn die Operationen der 99er? Da können wir nochmal kurz gucken. Nee, nein, da ist schon der Fehler. Da ist schon mein Fehler. Die drücke ich direkt 27 Gold runter. Und das machen wir dann aber gleich nochmal. Weil mir das sonst zu viele Gegenstände sind. Das muss ich separieren. Ah, okay, schade, der Hut. Ich habe, naja, ich meine, gut. Ja, startet hier 900 Gold, 1000, 1200, 2000, viele 2000, 2000 bis 4000 Gold, viel EU-weit. Ich habe gedacht, da kommt ein bisschen mehr rum, aber nein. Minuten, ja, dann sehe ich uns schon. Ich glaube, wir werden nicht mehr viel anfangen können, Leute. Ihr seid es leider mit mir jetzt noch ein bisschen verhaftet, bis wir die Aktionsauktion hinter uns haben. So, also hier knalle ich jetzt mal ein bisschen mehr rein. So, hier seht ihr hier, ne? Kann man hier schon. Ist auch ein gutes EU-Flipping-Item, ne? Nur zur Info so. Ne? Also hier auf Rexa hier. Da könnte man ja mal diesen Hut nehmen. Und hier bei Trall sind hier 8 Stück. Und die auktioniert man auf Rexa. Nun mal so. Deswegen, ich habe natürlich noch so die viele Flipping-Preise im Kopf. So, auf meinem Server ist meiner ist dann eher ein Einkaufsserver leider und kein Verkaufsserver. Und da ich nur mit einem Account spiele und hier nicht über das EU-Auktionshaus wandern kann. Ich sage ja, der zweite WoW-Account ist, wenn ihr die Spielzeit habt, farmt ihr die Marke 350.000 Gold entspannt am Wochenende, am Sonntagnachmittag. Das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Die Spielzeit ist das Problem und dann eben den zweiten Account zu machen. So, die Sachen lasse ich da erstmal raus. Okay, also das, ja, naja, ich werde ihn trotzdem lernen. Also, mal gucken, wann und wo ich Leder farme. Oh Gott, jetzt kommen die ganzen Verzauberungsrollen. Will ich mal sehen, die stelle ich jetzt nochmal ein. Ansonsten ist das für mich auch schon wieder fast, Leute, ernsthaft eine Geschichte von... Gibt sie dem Händler echt. Wenn da eh nix rumkommt hier bei dem Quatsch hier. Hier 5, hier hau weg den Blödsinn. Das habe ich ja, das ist ja Craft produziert Ergebnisse. Schönen Tag hier, kann ja jemand flippen von euch. 5.
29 Silber. Verliere ich wahrscheinlich schon durch die Anzahlung, aber... Pff. So, wenn der Quatsch jetzt wieder zurückkommt, Leute, gebe ich dann wirklich dem Vendor. Das hau ich raus. Das ist mir viel zu langweilig und anstrengend, mich hier mit so einem Quatsch hier herumschlagen zu müssen. Dafür ist man halt so kreativ. So dieses Viecher, ne, das Deviat-Jungtier, das drücke ich jetzt aber auch im Preis, ganz ehrlich. Das werde ich hier leider so nicht los. Also das habe ich schon verkauft für diese Summen. Für 15k, 20k, hier wird das nicht funktionieren. Hier 8k, so tschüss, schönen Tag. Bam, weg. Ja, man muss einfach irgendwann realisieren, dass man da nicht mitmacht im Rennen. Waffe schlagen, 3, so, das kann weg. So, alles, was jetzt keine Goldbeträge mehr bringt hier an diesen Rezeptrollen, knall ich weg. Ja, es ist schon, also, wie gesagt, verkaufen kann ich das immer noch. Den EU-Mindestpreis kriegen wir immer mit, ja, egal zu welchem Zeitpunkt. Von daher stresse ich mich da jetzt gar nicht. Und hau die erstmal weg hier. Ah, Mondstoff. Alle 8 Stück. Das heißt, Leute, ich kaufe gleich Teufelsstoff. Mini-Flip. Mini-Flip, ihr Schnecken. So, hier gucke ich jetzt nochmal. Diese 30. Welche davon ich irgendwie nochmal mir anders angucke. Noch eine Gruppe runtersetze. Diese Craft sind hier schon. Och, 2 Gold. Pläne rundverzierte Plattenstiefel. Ja, die Zeit sind irgendwie vorbei. Das ist dann ist der Markt übervölkert. So, und dann bin ich da auch entsprechend. Was? Verkauft die sich gar nicht mehr, dass man die für ein Gold reinstellt? Leute, ernsthaft? Für ein Gold? Nennt sich Finanzfuzzi. Genau. So, welche zauber ich denn nicht hier von diesem ganzen Kram hier? Die noch nicht. Die würde ich noch mal wegschicken. Die auch nicht.
alles, was wirklich so einen dreistelligen Regionsverkaufspreis hat, das würde ich mir gerne nochmal angucken. Ihr feine Lederhandschuhe eigentlich auch nicht. Glyphenverzierter Gürtel. Das sind hier gecraftete Sachen, die eigentlich auch nicht. Bis 99 hier, aber gut, das kann tatsächlich weg. Kann auch weg. Ihr seht ja schon, dass da teilweise auch hier vier Leute unterwegs sind und das nicht loswerden. Beschwörerrobe auch bitter, aber auf manchen Servern laufen die Sachen nicht. Das kann völlig unterschiedlich sein, ja. Vielleicht verkauft ihr solche Roben auf euren Servern für 200, 300, 400 Gold. Habe ich alles schon. Also, ja, ich habe auf, ja, nicht ganz am Dutzend Server parallel gehandelt, aber nachher so auf 7, 8 Stammserver hatte ich, die ich durch mein Multi-Accounting und parallel bewirtschaftet. Und dadurch habe ich ja hin und her geflippt. Und es ist halt witzig, dass so halt so Sachen, die hier nicht mehr für 5 Gold weggehen, wenn auf anderen Servern noch 100 und 200 dafür kriegst und machst dann halt das über die Masse. Rechnet sich das, aber halt die Zeit, die da drauf geht, da sage ich ausdrücklich, das ist nicht mehr eben so hier schnippen, Fingerschnippen. Auch da braucht ihr wirklich richtig viel Zeit, sage ich ganz ehrlich. So, aber dann habe ich dafür, wenn ich halt einen Sonntag dann investiere und bin da wirklich mal 6, 7 Stunden im Auktionshaus Camping, dann habe ich dann die Marke. Ihr könnt ja mal versuchen, in 6, 7 Stunden Dragonflight Dailies die Marke zu farmen. Vergiss es, das ist kein Goldmaking. Dragonflight Dailies ist für mich kein Goldmaking. Dafür darf man mich gerne flamen und sagen, das ist eine bonierte Sichtweise. Ich kann das ja finanzmathematisch unterlegen, dass es einfach überhaupt keinen Sinn macht. Es ist halt die am schlechtesten eingesetzte Spielzeit, Dragonflight Dailies. Also weniger Gold geht ja nicht. Also wie will man noch weniger Gold machen mit Level 70 als Dragonflight Dailies? So. Alles andere ist ja schon das, was da mehr Gold bringt. Oder mehr Goldpotenzial hat. Aber das ist nochmal ein Thema, vielleicht für einen Goldcast irgendwie. Aber das mag viele triggern, aber viele wollen, ja, das. Ich glaube, das triggern nur so viele, weil viele das wissen. Und die würden gerne mehr, aber können nicht. Oder haben nicht die Rahmenbedingungen. Aber denen ist es klar, dass das eigentlich eine Katastrophe ist. So viele Stunden und Abende reinzuhauen, um irgendwie sich die WoW-Marke zu erfarmen. Und jeden Abend nochmal eine halbe Stunde, Stunde Dragonflight Dailies, um am Ende 350.000 Gold zu haben. Also ich mache weniger Gold, aber das liegt an den Rahmenbedingungen. Das ist ja jetzt hier so ausgesucht. So, jetzt wollen wir mal gucken. Oh, das war falsch. Ich wollte ihn hier nicht wegfrosten. Und viele andere Goldmaker haben gesagt, Andreas, oh, ich sag dazu nichts im Discord, aber das ist für mich kein Goldverdienen. Da, das, so Dailies, also die am schlechtesten bezahlte Arbeit überhaupt. Das ist doch kein Goldverdienen. Und wir sind uns einig. Gucken wir nochmal, ob wir das nochmal flippen können. Yes, we can. Ich hoffe. So, abgelaufene. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Es kommt noch Gold rein. Leute, es kommt noch Gold rein. Leute, es kommt noch Cash rein. Disteltee-Rezept. Okay, habe ich gedumpt erheblich. Fruchtbare Sporen. Mantel der Diebe. Die. Ey, schon. Wir müssen noch mal. Okay, hab ich das auf der Tasche oder muss ich jetzt ernsthaft noch mal irgendwo hin? Ich hab keine Ahnung, warum die so schnell rausgeflippt werden, aber pff, dann bleibe ich jetzt dabei. Hau ich jetzt die nächste Runde noch mal da weg. Stelle ich nochmal ein. Aber es kann natürlich sein, dass irgendjemand dann die Schnauze voll hat und sagt dann, nee. Ist egal. Und in einem der nächsten Videos, sobald diese Sachen, die ich vorproduziert habe, öffentlich werden, werdet ihr feststellen,
dass in meiner Serverökonomie ich auf einmal nicht mehr der einzige Anbieter bin davon natürlich und dann ist der Markt auch erstmal wieder tot. Dann ist es aber so. Da muss ich mir eben wieder andere Nischen suchen. Über Maxpreis. Also ich hau die echt rund. Ich weiß nicht, ob die... Eine Auktion kann... Es kann natürlich sein, dass da jetzt jemand, der bisher alleinige Anbieter da war und dann sagt so, toll, da bietet jemand quasi um 70-80%. Aber der Trick ist irgendwann durch. Also eine Zeit lang, je nachdem, wenn ich wirklich gewisse Produktionsketten beherrschen wollte und Märkte beherrschen wollte... Dann habe ich halt auch geguckt, wie oft stellt die Person nach, will die einfach schnelles Gold machen, ist dann durch. Und wenn dann die ganze Zeit angefangen wird, immer wieder nachzustellen und die Preise werden, die Anstellpreise werden angezogen, dann blocke ich den Markt dann halt auch, ne, sag ich ganz ehrlich, habe ich dann auch gemacht. Jetzt holen wir mal das Gold ab. Blutschuppensabaton sind weg. Ich sagte euch, das sind Sachen... Die habe ich auch schon für 6, 7, 8, 9k verkauft und geflippt, aber zufrieden sein mit dem, was man hat. Aber Leute, es kam ein bisschen Gold rein, ich bin happy. Also unser Gold, die Stunde haben wir gemacht. Die Sachen würde ich jetzt nächstes Mal tatsächlich einstellen. Das machen wir jetzt nicht mehr, weil jetzt schon wieder, weil die Stunde rum ist. Es ist schon wieder die Stunde rum. Es ist echt, es ist einfach verrückt. Es ist einfach verrückt. Es ist verrückt, Leute. Es ist... Wo ist die Zeit? So, welche sind denn das, die ich hier jetzt raushauen will? Schmieriger Kettenreif. Der geht weg. Musterblaue Leinenrobe geht raus. Ober. Ne, es ist doch so ein bisschen leichter hier. Pionierumhang kann auch noch mal aus der 899. Schwinterkopfputz und Stammesweste. Und Helm des Reisenden. Oha, hau ich die alle 99. Was hau ich denn in 99? Die hier? Ah, Stammesfest ist. Nee. So tief gehe ich nicht. Das mache ich nicht. Einfach weil ich weiß, dass man dafür woanders mehr Gold bekommt. Aber gut, hier raus. Die hau ich auf 19. Und die anderen Sachen werde ich zum Teil einfach verschicken. Pionierumhang. Kann hier in die 99. Lasse ich in der 99. Packe ich in die 99. Auch 99. Blaue Leinrube. 99. So. Okay, wir sind bei 637.000 Gold. Immerhin. Den Rest muss ich ein anderes Mal managen, weil ich mich irgendwie ein bisschen und ich tatsächlich jetzt auch noch was vorhabe. Und das ist die Stunde rum. So, das bedeutet 60 Minuten, dann werde ich die nächste Folge, werde ich mich dann darum kümmern. Wir haben 174 Stunden hinter uns gebracht. Wir sind bei 637.166. Paar schöne Sales, so. Aber meine guten, wertvollen Items sind jetzt auch nicht mehr geworden. Ich muss noch die ganzen anderen Sachen aus den Farms einstellen. Kann ich jetzt nicht. Kann die Sachen jetzt nicht ins Auktionshaus stellen, weil ich jetzt
ganz authentisch spiele, sage ich, habe jetzt wirklich nur diese Zeitstunde plus hier ein paar Minuten gehabt. Und ich habe jetzt nicht die Zeit, mich darum zu kümmern. Und daran seht ihr wieder, wie brutal abgeschlagen Casuals sind, die nicht die Zeit investieren können oder wollen. Das ist auch beides, ne? Manchmal will man ja vielleicht auch nicht. Und WoW Gold ist kein Können. Es ist kein Können. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Management, es ist Methode, es ist eine Struktur, es sind Prozesse. Es hat absolut nichts mit Können zu tun. Und zeitweise ja im Gegenteil, da war es ja sogar Preise dumpen, ist ja irgendwie auch kein Können. Und ihr seht, ich habe jetzt bei vielen Sachen die Preise auch gedumpt. Und wenn ich halt alle meine Server angucke, die ich jetzt über die Jahre verkauft habe, ist der tatsächlich im unteren Drittel preislich. Ist so. Aber wir kommen ja trotzdem voran, aber sehr mühselig, ne? Also das, der reelle Wert der Stunde, Gold pro Stunde sind 3600 plus. Ja, muss man nicht drüber reden, ne? wie viel Stunden dann man für eine Marke fahren müsste. Ja, liebe Nachbarschaftshilfe, sag ich mal, bringt ja, in ein, zwei Stunden die Marke definitiv. Es ist halt spielerisch, ist das halt sehr, 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 sehr mies. Aber ich freue mich, dass wir vorankommen. So, also hatten wir jetzt ein paar kleine Sprünge. Die Frage ist, wie lange hält das an? Und wir müssen weiterfahren. Es geht weiter mit den Berufen, Leute. Von daher, ich muss jetzt tatsächlich offline. Folge 135 folgt. Schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr wiederkommt. Vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank für den Support. Und ich hoffe, ihr habt auch weiterhin alle Spaß. Und ja, der nächste Minimalstein, 650.000 Gold. Wir robben uns langsam ran, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, schönen Abend. Ciao.